Willkommen zu Washover, dem heutigen Angedaddelt, das ich für euch hier auf dem Kanal bringe. Ich guck mal ganz kurz in die Einstellung. Ich glaube, Musik kann ein bisschen lauter. Ah. So rum machen wir es. So. Was ist hier unter Zusatzeinstellung? Zielhilfe, rütteln, keine Ahnung. So, wir spielen einfach. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Arcade-Modus. In den Koop-Fix. Nee, neues Spiel mit Einspieler. So, was haben wir denn da? Aktion. Die Musik hier ist nochmal eine ganze Ecke lauter. Aktion, wechseln, Items, Karte. Okay, Fertigkeit, Feuern, Schub. Okay. Mal wieder eine Art Twin-Stick-Shooter. Mit Transfer kann man schnell zwischen Gebieten hin und her fahren, Kartenbildschirm öffnen und so weiter. Okay. Zu weit, zu abartig. Jetzt ist hier, ne? Das von der Soundeinstellung her. Finde ich so gänzlich falsch. Warte mal. Einstellung. Musik. Kann eine ganze Ecke leiser. Sound, glaube ich, ein bisschen lauter. So. Sound ist trotzdem immer noch sehr leise. Okay. Ich muss nicht mal ZR drücken. Es reicht, wenn ich den Stick einfach in eine Richtung drücke. Es kann immer noch ein bisschen leiser hier. Das Hauptmenü war ganz anders von der Lautstärke her. So. Ja, das ist besser. Okay. So, keine Ahnung, ob das hier ein Roguelike ist. Ist auf jeden Fall irgendwie... Ich sehe das gerade, ne? Von der Zeit her... Ist das hier ein bisschen getimed. Ich weiß nicht, ob man da die Gegner in einer gewissen Zeit erledigen muss. Ob man da selbst irgendwie... Zeitdruck hat. Ich habe keine Ahnung. Das war die Karte. Das ist... Ich habe keine Ahnung. Klick auf den Namen des Slots, um die Information des Items zu bekommen. Okay, Sachen gibt's. Das war mein Dash. So, und dann geht's zu Level 2, unten wahrscheinlich zu Level, hast du nicht gesehen. Zurück zu Level 1, okay. Ja, wir wollen natürlich weiter. Und dann mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Wir haben etwas über eine Minute Zeit, um hier die ganzen Gegner zu beseitigen. Wie ich das hier richtig deute. Ich erinnere mich so ein bisschen vom Design her an irgendwelche Protoss-Konstrukte aus StarCraft. So. Ups. Und da gibt es neue Kisten. Ist das nicht toll? So. Nein, das ist immer noch das. Train. Dafür brauche ich dann diese ganzen Bubbles, die ich hier einsammle, ne? 29 habe ich. Oh, die Musik ändert sich sogar. So. Ich muss die mal ganz kurz durch für die Kiste und so. Tracking Gun. Das ist ein Maschinengewehr. Das ist die Tracking Gun. Okay, das sieht nett aus. Ich glaube, das nehmen wir. Ich glaube, das gefällt mir. So wie ich das bisher deute vom Spiel, ist das hier auch wieder eine Art Roguelike-Spiel. Okay. Ja, das ist nett. Ja, das gefällt mir. Ja, damit kann ich arbeiten. So. Wir haben Rüstung, die ich nicht brauche. Noch mehr Gegner, mehr Gegner. Das ist keine Übung. So, ich kann auf jeden Fall in meinen Kern irgendwas bearbeiten gleich. Weil ich genug von diesen Punkten hier habe. Bitte warten. Der Gegner muss immer abgeballert werden. Ich habe noch 13 Sekunden Zeit. Das ist ja eine halbe Ewigkeit.
hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt ganz kurz. Das war diese Taste. Ich kann Waffenmunition verbessern. Warum? Powertrain. Macht mich das jetzt stärker? Ich habe keine Ahnung. So, diese Waffe versucht nachhaltigen Schaden am Ziel zu machen. Und das ist das Sonnenmaschinengewehr. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mehr Schaden. Ob das stimmt? Was haben wir da hingestellt? Sondenmunition. So. Wir können hier Booster ausrüsten. Das ist wahrscheinlich für mein... Ja. Für das Dash-Ding. Ich glaube, der ist jetzt schneller aufgeladen. Oder wir kommen damit weiter. Ich habe keine Ahnung. Weiter geht's. Was geht jetzt hier ab? Außer halt, dass es hier ewig dauert, bis die Gegner kommen. Geht, wo ihr wohnt! Geht, wo ihr wohnt! Okay. Da sind noch mehr? Oder kommen noch mehr? Sie landen gerade erst. Da. Wir haben so viele kleine Beppos, die hier quasi für ihre Verteidigung da sind. Das war's schon. Okay. Was ist das hier? Schrottsammler. Ich kann das Demontagewerkzeug für dich installieren. Es ermöglicht dir, Gegenstände zu zerlegen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Rüstungserweiterung. Klingt immer gut. Mehr Rüstung ist mehr Rüstung. So, da geht's Level 3. Mit Rot. Ich habe keine Ahnung. Und da geht's auch Level 3. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Boss-Time. Vorsicht. Ist ein großer Raum. Es muss ein Bosskampf sein. Oh Gott. Okay, was ist das? Okay, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Abgesehen davon, dass es in meinem Auge juckt. Aua, aua, aua. Lassen das. Okay. Jetzt habe ich gerade ein paar Mal doof Schaden gekriegt. Aber... Kriegen wir irgendwie hin. Knapp eine Minute haben wir noch Zeit. Oh Gott. Easy, gar kein Problem. Erster Boss down. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich nehme das erstmal alles mit. Ob man es gebrauchen kann, das haben wir dahingestellt. So. Was ist das da eigentlich unten rechts auf der 2? Ah. Okay. Irgendeine Special-Fertigkeit. Okay. Dann warte mal. Wir haben jetzt... Zeug. Tracking Gun kann ich verbessern, theoretisch. Ich glaube, das sollte ich auch tun, deswegen... Spare ich mir mein Zeug erstmal noch. Da geht's Level 4 mit roter Zahl. Hier ist Level 5. Ne, wir gehen Level 4. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Ne? Verwende Keychip. Okay. Ballert doch schon wieder irgendwas hier. Klappt doch. Klappt doch eigentlich ganz gut. Wenn man sich nicht in alle Schüsse reinstellt. Ich
weiß halt nur noch nicht, was es mit dem Zeitlimit hier auf sich hat. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du es nicht schaffst, die Gegner in einer gewissen Zeit zu erledigen, dann ist so ein bisschen zappenduster. Die Gegner brennen so ein bisschen. Geht weg! Ich muss hier doch nur die Gegner erledigen. Ist das denn so schwer? Ist das zu viel verlangt? Ist möglich. So. Also von der Zeit her ist es auf jeden Fall, ne? Es wird knapp. Nicht unmöglich, aber knapp. So. Tracking Gun verbessern. Keine Ahnung, was es bringt, aber wir haben es. Mehr Geschosse sind es nicht, aber ich glaube, sie fliegen jetzt weiter. Das ist ja schon mal schön. Das kann durchaus von Vorteil sein. So, jetzt muss ich ja nur noch zusehen, dass ich hier irgendwie wieder an Leben komme. Täte mich ja freuen, tun. Und dann mal gucken. Wow. Komische Attacke ist komisch. Macht er irgendein Projektil irgendwo hin und dann scattert das hier so über das ganze Feld hinüber. Das ist ja nichts für mich. Da komme ich doch nicht klar. So viele Gegner. So. Hinten ist noch einer. Ein kleiner. So. Spart tatsächlich nochmal auf 100 von diesen komischen Kernen oder sowas. Um mir das nächste Waffen-Upgrade zu leisten. Du kannst Waffenfähigkeiten Fähigkeiten verbessern. Ah, oh Gott. Das lief gerade alles andere als erfreulich. Ich habe damit jetzt so nicht gerechnet. Aua. Ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Oh, ich bin tot. Es ist so weitergegangen. Okay. Das sind unsere Bosse, ja? Wir haben einen von 5 Gegnern geschafft. Okay. Und zurück auf Anfang. Unzureichende Ressourcen, okay. Kann ich von irgendwo aus neu starten? Nein, okay. Okay. Dann belassen wir es mal so, wie es jetzt ist. Und gucken wir mal, wie die zweite Runde so läuft. Kann ja nur furchtbarer werden. Also eigentlich ist es ein Spiel, das mir tatsächlich gefällt. Von Optik, von Ton. Inhalt ist definitiv auch okay. Netter Spaß für zwischendurch. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel vom Spiel auszusetzen gegen das Spiel. Weißt du? So. Das hier kriege ich nicht. Herstellen kann ich hier. Pulse Gun. Tracking Gun, Laser Shotgun, wie immer die Tracking Gun nochmal. Ach ne, kann ich nicht. Weil ich da die Blaupause noch nicht für gefunden habe, ja? Okay. Ich verstehe.
So, was haben wir hier drin? Eine Waffenmunition. Warum auch nicht? Kann man ja mal gebrauchen. Sollte mir vielleicht eher mal um die Gegner kümmern, bevor ich hier die Gegend erkunde, ne? Eigentlich sollte ich auch mal aus Testzwecken halt gucken, was bringt es, wenn die Zeit abläuft, ne? Boost. Will ich einen Boost? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich hier nochmal zurück und jetzt das andere Ding hier herstellen. Das hier, die Pulsgun. Ja. Damit ich Freunde werde mit der neuen Waffe. Vielleicht ist sie ja eigentlich ganz nett. Mal gucken. Versuch, mach klug. Scheint auf jeden Fall recht akzeptablen Schaden zu machen. Wahrscheinlich auch dadurch, dass er halt so schnell schießt. Noch irgendwo ein Gegner? Ach, da hinten. Okay. Erstmal hier rein. Was haben wir hier? Unzureichende Ressourcen. Ja, ich kann aufwerten das Zeug hier, warte. Ich kann die Pulsgun verbessern. Powertrain, ich habe keine Ahnung, was Powertrain macht, ne? Item-Informationen, die Bewegungsgeschwindigkeit des Rovers, ah, okay. So, und hier, ja, es erhöht tatsächlich Schaden und sowas. Also schon die richtige Wahl für mich. Hole die Komponenten des Teleporters. Sondenmunition. Wuppdi-du-di-du. Warte. Nein. Da. Nee, fehlt mir noch ein bisschen was. Kann ich noch nicht verbessern. Muss ich immer auf 100 sparen. Damit ich immer wieder eine Schusswaffenverbesserung habe. Geht, wo ihr wohnt. Ach du Kacke. Einsatz mit X, das wird doch nichts. Insbesondere, wenn hier auch noch irgendwelche zusätzlichen Gegner hier spawnen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Aua, aua. Jetzt laufe ich aber auch in alles rein hier. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du es halt nicht in der Zeit schaffst, dann kriegst du halt keine Truhen-Zusatzbelohnung, die halt dann erscheint, wenn du alle Gegner platt gemacht hast. So. Noch irgendwo was? Nein. Okay. Oh, eine Heilung. Oder 5. Hallo, ich bin's nur. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Nichts Ernstes. Das ist doch nichts, Leute. Nervt mal nicht so. Im Ernst. Das muss doch nicht sein. Aua, 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 aua. Das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod. Hab jetzt ja auch keinen Zusatzangriff hier, den ich hier einsetzen kann. Keine Sekundärwaffe.
Oh Gott. Na Mist, ja. Da wurde ich in die Enge getrieben. Das war dann vorbei. Gut, jetzt testen wir auf jeden Fall nochmal aus, wie das hier wäre, wenn man... sag schon. Die Zeit einfach mal ablaufen lässt. Wenn man einfach zu unfähig ist, so wie ich. Unter normalen Umständen. Ja, super. Schon im ersten Raum auch hier, ne? Schaden gekriegt. Das liebe ich, ja. Mach mal nicht hier alles kaputt. Komische Drohne. So. Einfach warten. Einfach warten, weil ich will's wissen. Ich will wissen, auf was würde ich mich hier einlassen, würde ich das hier längerfristig spielen. Weißt du? Okay, ich bin zumindest nicht tot. Kriege ich meine zusätzlichen Belohnungen, wenn ich die noch töte? Nein. Siehst du? Das ist nämlich das, was dann rumkommen würde. Aber nun gut. Ich würde sagen, für den Angedattelt haben wir jetzt hier schon ordentlich reingeguckt. Mir gefällt das Spiel vom Grundprinzip her. Auch wenn es natürlich halt ein paar Dinge gibt, die ein bisschen unübersichtlich noch erscheinen. Ne, wozu ich halt ne, sämtliche Terminals und sowas verwenden kann. Ich glaube, das kommt halt dann, wenn du halt längerfristig dann spielst. Ne? Also es ist ein Spiel, wo ich sage, ja, würde ich spielen. Vielleicht auch als Let's Play oder mal im Stream oder keine Ahnung was. Keine Ahnung. Aber fürs Angedattelt reicht mir das an der Stelle und... würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Angedattelt, was auch immer wir dann spielen. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.